Ja, guten Morgen, liebe Pilzfreunde. Ich bin schon wieder mit Monika unterwegs und wir haben was Interessantes gefunden. Bonjour, les amis de Champignons. Je suis en route avec Jürgen. On va aux Champignons, les deux, on va voir ce qu'on trouve. Ja. Hallo, liebe Pilzfreunde. Ich bin mit dem Jürgen schon wieder unterwegs. Wir sind halt leidenschaftliche Pilzsucher oder Sammler. Ja, und wir sind sehr gespannt, was es heute hat, gell, Monika? Oh ja, sehr gespannt. Wir haben gerade angefangen jetzt. Jetzt haben wir einen sehr tollen Pilz gefunden. Das ist der Pappelraufuß. Und seht, wie er blaut. Und hier auch noch. In der Schweiz, der ist relativ selten und verletzlich. Sehr schön, diesen zu finden. Den Pappelraufuß. Der sieht wirklich toll aus, der Pappelraufuß. Schönes Blau und der ist natürlich essbar. Und hier der nächste tolle Fund. Das ist wirklich die erste Espenrotkappe dieses Jahr. Ein ganz toller Pilz, natürlich essbar. Ja, wirklich wunderschön. Diese Farben. Genial. Ja, dieser tolle Wald. Hier hat es Espen und es hat auch Espenrotkappen. Wirklich wunderbar, dieser Pilz. Und hier haben wir einen Fichtenreizker gefunden, der blutet orange und ist wirklich ein sehr guter Bratpilz. Der Fichtenreizker. Das hier sind wirklich sehr schöne Pilze, das sind Saftlinge. Diese sind zwar nicht essbar, dennoch sehr schön diese zu betrachten. Meistens kommen sie auf der Wiese, auf der feuchten Wiese. In diesem wunderbaren Fichtenwald haben wir den Parasolschirmling gefunden und hier seht ihr sehr gut die Natterung. Am Stiel. Ein wirklich toller Speisepilz. Und das hier ist der rotstielige Ledertäubling. Ein Speisepilz, der sehr gut ist und nach Nuss schmeckt. So sieht er von unten aus. Super schön. Hier haben wir Boviste gefunden. Das ist auch ein essbarer Pilz, solange sie weiß sind innen. Man kann sie gut in Scheiben schneiden und trocknen. Die werden dann ganz weiß nach der Trocknungsphase. Hier haben wir amethystschuppige Pfifferlinge gefunden. Das sind wirklich super gute Speisepilze. Ja, schön, das geht ja nicht. Wirklich toll. Und hier hat es noch viele. Unglaublich, wie viele. Und diese Pilze, die gehören zur Gattung der Cortinarien, die man nur mikroskopisch bestimmen kann. Dennoch schön, sie zu sehen. Ja, wirklich wunderschön. Jetzt haben wir ganz schöne Pfifferlinge gefunden, im Moos versteckt. Überall hat es. Und wenn ich weitergehe, sehe ich schon wieder. Hier überall Pfifferlinge. Ja, das sind wirklich sehr schöne, qualitativ gute Pfifferlinge. Das ist der Pfefferröhrling. Der ist sehr scharf wie Pfeffer und ist ein sehr guter Steinpilzanzeiger. Man kann ihn nehmen als Würzpilz in die Mischung. Ja, das sind wirklich sehr schöne Pfifferlinge. Ja, wir sind da ein bisschen höher und da hat es immer noch wunderbare Heidelbeeren. Eine schmackhafte Zwischenverpflegung während dem Pilzsammeln. Jetzt haben wir den Mehlrassling gefunden. Das ist ein sehr guter Steinpilzanzeiger und ein schmackhafter Speisepilz. Ja, wunderbare Pfifferlinge hat es heute. Das ist wirklich grandios. Ja, im Moos wachsen jetzt die Pfifferlinge. Und das fast überall. Die sind schön versteckt, aber wir finden sie. Wirklich wunderschön. Ja, wie kann man einen Steini finden, einen Fichtensteinpilz? Zuerst das da hier, das ist ein Steinpilzanzeiger. Und die zeigen mir den Weg zu den Steinpilzen. Und wo sind die? Hier haben wir den ersten. Schöner, junger Fichtensteinpilz. Und da sehe ich noch einen. Wirklich toll. Und was für eine Qualität. Der Fichtensteinpilz. Ja, ein sehr schöner Pilz, das ist der fleischrote Gallertrichter.
Den kann man essen, als Salat verwenden. Einfach roh. Das gibt's nur ausnahmsweise bei Pilzen. Und hier haben wir den ersten Fliegenpilz gefunden. Ein sehr schöner Anblick. Und nicht weit davon hat es Espenrotkappen. Und das sind wirklich super gute Speisepilze. Und die sehen auch sehr toll aus. Die Espenrotkappe. Und da wieder eine schöne Espenrotkappe. Einen meiner Lieblingspilze. Hier im Gras hat es wirklich wunderbare Espenrotkappen. Ja, die sind wirklich toll. Ein toller Speisepilz. Und hier ein ganz großer noch, der ist ein bisschen zu alt. Wirklich schön. Riesig. Ja, es gibt nicht nur tödlich giftige Pilze, es gibt auch tödlich giftige Pflanzen. Und das ist der Eisenhut. Hier genügen ein paar Blüten und dann bist du nicht mehr hier. Und da wieder wunderschöne Schweinsohren, wie auch schon gestern. Ein sehr guter Speisepilz. Ja, wir haben wirklich tolle Pilze gefunden. Sehr schöne Qualität wieder. Eine schöne Vielfalt von Speisepilzen.